Ich bin Stefan Ewerts, einer der Gründer von Steueroptimist und Ansprechpartner für Unternehmer und Steuerberater. In diesem Video zeigen wir dir die wichtigsten Unterschiede der zwei beliebtesten Programme für die Erstellung einer Steuererklärung auf dem Computer oder dem Smartphone. Das ist zum einen die Steuer-App Taxfix aus Berlin und Wieso Steuer aus Nordrhein-Westfalen. Wie funktioniert Taxfix? Du beantwortest in einem Interviewmodus ca. 70 Fragen. Das dauert ungefähr 30 Minuten und am Ende wird deine Steuererklärung elektronisch an das Finanzamt weitergeleitet. Du brauchst hierbei keinerlei Belege einsenden. Was kostet dich Taxfix? Also die Abgabe deiner Steuererklärung kostet 34,99 Euro, wenn deine Rückerstattung mindestens 50 Euro beträgt. Ansonsten ist die App hierbei kostenfrei. Wenn du 2020 von Kurzarbeit und/oder Arbeitslosigkeit betroffen warst, bist du zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet, wenn du mehr als 410 Euro an Lohnersatzleistung erhalten hast. Die gute Nachricht ist, dass dann die Abgabe deiner Steuererklärung bei Taxfix kostenfrei ist. Wie hilft dir Taxfix, wenn du mal nicht weiter weißt? Solltest du mal eine Frage nicht verstehen, so gibt es Erklärungen in der App, es gibt einen Blog und es gibt einen sehr ausführlichen FAQ-Bereich auf der Webseite, in dem alle Fragen beantwortet werden. Solltest du darüber hinaus einmal Hilfe direkt von Taxfix selber benötigen, hast du die Möglichkeit, per E-Mail hier Kontakt aufzunehmen. Uns hat bei Taxfix am besten gefallen, dass du ohne Vorkenntnisse sofort loslegen kannst. Du wirst sehen, du hast einen super leichten Einstieg, der wirklich für jeden oder für jede hier verständlich ist. Der Interviewmodus lässt alles Lästige und Unnötige einer Steuererklärung weg und wird dich bis zum Ende motivieren. Uns hat die Steuererklärung hier richtig viel Spaß gemacht, weil wir finden, dass das gesamte Feeling in der App sehr modern und intuitiv ist. Was hat uns an Taxfix nicht so gut gefallen? Ja, das ist hier die Support-Möglichkeit nur per E-Mail. Das ist aber auch die Texterkennung beim Abfotografieren der Lohnsteuerbescheinigung. Die ist dann doch häufiger fehlerhaft gewesen, sodass wir hier das manuelle Eintragen der Informationen empfehlen. Nicht geeignet ist Taxfix für Einkommen aus Vermietung, für Einkommen aus Landwirtschaft oder wenn du freiberuflich oder selbstständig tätig bist. Kommen wir nun zu Wieso Steuer App. Wieso ist seit Jahrzehnten für seine Steuersoftware bekannt. Bisher hauptsächlich als Download für den PC oder auch den Mac. Nun gibt es aber auch schon seit längerem in der Variante für den Internetbrowser oder wie die hier getestete Steuer App. Im Gegensatz zu Taxfix ist Wieso Steuer für alle Einkommensarten geeignet. Solltest du also freiberuflich oder selbstständig tätig sein, wirst du auch hier diese App nutzen können. Der Preis beträgt 29,99 € im jährlichen Abo. Wie funktioniert Wieso Steuer? Du beantwortest in verschiedenen Kategorien unterschiedliche Fragen und arbeitest dich so durch die Steuererklärung. Aufgrund der höheren Komplexität und Tiefe dauert die Steuererklärung hier circa eine Stunde. Am Ende wirst du auch hier die Steuererklärung über die elektronische Schnittstelle ans Finanzamt weiterleiten. Du musst auch hier keine Belege mitsenden. Was finden wir gut an der Wieso Steuer App? Also der Funktionsumfang ist auf jeden Fall marktführend. Hier wirst du jedes individuelle Detail deiner Lebens- und Einkommenssituation abbilden können. Es gibt sehr viele und schnell umsetzbare Steuertipps. Du brauchst ebenfalls kein Vorwissen und auch hier hast du einen Live-Rechner, der dich stetig darüber informiert, wie sich die Rückzahlung verändert hat, wenn du eine neue Information hinzufügst.
Ebenfalls toll finden wir den Abruf deiner Daten direkt vom Finanzamt. So kannst du die Informationen, die bereits Versicherungen oder dein Arbeitgeber an das Finanzamt übermittelt haben, direkt vom Finanzamt erfragen und in die App übertragen. Wie hilft dir die Visusteuer-App, wenn du mal nicht weiter weißt? So, die App bietet dir umfangreiche Hilfestellungen in Form von Tipps, aber auch Tricks, wie du hier noch mehr aus deiner Steuerrückerstattung rausholen kannst. Es gibt sehr viel Wissenswertes zum Thema Steuern, unter anderem im Blog oder auch im FAQ-Bereich. Also dort gibt es nichts, was du nicht nachlesen kannst. Es ist extrem detailliert und im Bereich der Steuer-Apps also wohl die umfangreichste Datenbank an Informationen. Der Support ist via E-Mail, aber auch telefonisch erreichbar. Was finden wir weniger gut an der Visusteuer-App? Ja, also der große Funktionsumfang kann für dich etwas überfordernd sein am Anfang, wenn du noch keinerlei Erfahrung mit Steuererklärungen hast. Es ist auch etwas weniger übersichtlich. Das liegt natürlich zum einen an den vielen individuellen Einstellungen, die aber viele wahrscheinlich überhaupt gar nicht benötigen. Insgesamt wird man dadurch etwas länger brauchen, hier die Steuererklärung fertigzustellen. Das Fazit zu den beiden Apps. TaxFix ist die richtige App für dich, wenn du schnell, sicher und ohne irgendwelche Vorkenntnisse deine Steuererklärung abgeben möchtest. TaxFix schafft es, dich bis zum Ende zu motivieren, sodass du dich darauf freust, deine Steuererklärung abzugeben. Dazu ist es sehr einfach und intuitiv zu bedienen. Und das macht TaxFix für uns in diesem Vergleich zum Testsieger. Visusteuer ist die richtige App für dich, wenn du jedes Detail deiner steuerlichen Erfassung durchgehen möchtest. Der Funktionsumfang ist wirklich gigantisch und die Bedienoberfläche ansprechend. Wenn du Einnahmen als Freiberuflerin oder aus einer Selbstständigkeit erzielst, solltest du auch Visum nehmen. Hier können wirklich alle individuellen Lebenssituationen berücksichtigt werden. Aufgrund der höheren Komplexität, die viele gar nicht benötigen und vielleicht sogar unmotiviert dann die Steuererklärung abbrechen, landet Visu in diesem Test auf Platz 2.